Euer Voting-Spiel in dieser Woche ist ein U19-Testspiel zwischen zwei Teams, deren Form unterschiedlicher nicht sein kann. Die DJK TuS-Körne unter den Top 4 in der Bezirksliga ist seit 3 Spielen ungeschlagen. Der Landesligist FC Brünninghausen hingegen braucht mal wieder ein Erfolgserlebnis, sind seit 4 Spielen ohne Sieg. Und wir gehen direkt rein ins Spiel. Wellbrook mit aller Zeit der Welt, doch was macht der denn da? Haidari mit dem Chip zum 1:0. Keine 10 Minuten sind gespielt. Der Stürmer lupft den wunderschön mit all seinem Selbstvertrauen über den Keeper. Und ja, das war ein schönes Tor, aber was war das bitte für ein Bock von Wellbrook? Das darf ihm einfach nicht passieren. In der nächsten Szene sind beide Akteure auch direkt wieder im Fokus. Gut durchgesteckt auf Haidari, versucht sich durchzutanken. 1-2 Haken. Doch der Abschluss ist kein Problem für Wellbrook. Was kommt von den Gästen? Mal über außen mit einer Flanke, die findet jedoch keinen Abnehmer. Situation noch heiß, der Ball kommt irgendwie zu Weil. Immerhin mal ein erster Versuch. Die Brünninghausener werden jetzt mutiger. Kurz vor der Pause nochmal mit einer Ecke. Körne kann den Ball nicht klären. Und der kommt am Ende zu Omiri. Der 1:1 Ausgleich 3 Minuten vor der Halbzeit. Schaltet hier am schnellsten mit einer super Drehung und legt den Ball an Riede vorbei. Noch ist aber nicht Pause. Die Gastgeber mit einem Freistoß aus dem Halbfeld. Auf wen? Natürlich auf Haidari. Der direkte Gegenschlag 60 Sekunden später. Wieder alles beim Alten. Die Gäste gedanklich schon beim Pausentee. Uya verschätzt sich beim Kopfball und Haidari nimmt das Geschenk dankend an. Das ist dann auch der Pausenstand. Beide Teams mit guten Möglichkeiten bisher. Körne aber einfach abgezockter vor dem Tor. Und die Hausherren machen da weiter, wo sie aufgehört haben. Freistoß direkt an der Strafraumgrenze und den tritt Kaderi. Was für ein wunderschöner Freistoß durch den offensiven Mittelfeldspieler. Zirkelt den perfekt ins Eck. Da kann Wellbrook noch so schön durch die Luft segeln. Das war Maßarbeit. Körne denkt gar nicht daran, sich auf der 2-Tore-Führung auszuruhen. Usang probiert es direkt, der Volley des Kapitäns, aber deutlich drüber. Aber Brünninghausen gibt sich hier nicht auf. Das ist Celik, tanzt hier Ayas aus und versucht es mal aus der Distanz. Der Schuss jedoch kein Problem für Riede im Tor der Gastgeber. Wieder auf der anderen Seite mit einem Freistoß, diesmal von links, mit einer Variante über Usang, verzieht den jedoch leicht. Brünninghausen immer noch mit Sprit im Tank. Der Ball kommt zu Mbinak und der läuft allen davon. Der 3:2 Anschlusstreffer, nicht ganz regelkonform den Ball hier verarbeitet, aber wenn der Unparteiische nicht pfeift, dann nutzt man die Situation halt aus. Knapp 30 Minuten sind noch zu gehen, das könnte also nochmal spannend werden. Und der Landesligist wittert jetzt seine Chance. Freistoß aus dem Halbfeld und der landet bei Omeri. Der Referee pfeift jedoch ab, Riede wäre eh zur Stelle gewesen. Die Jungs von Trainer Barzani drücken jetzt auf den Ausgleich. Die Flanke wird immer länger und landet auf dem Fuß von Azofri. Was für eine Möglichkeit. Kurz vorm Schluss dann nochmal die Gastgeber. Über außen mit einer Flanke und die findet in der Mitte einen Abnehmer. Wieder ist es Haidari, Dreierpack für den Vollblutstürmer in der 89. Minute. Wunderbar trocken im Laufen abgeschlossen, damit ist der Deckel dann auch drauf. Das ist es dann auch gewesen. Der Bezirksligist schlägt den Landesligisten in diesem Testspiel. Körne heute mit einer super Leistung. Brünninghausen zeigte eine tolle Moral, kamen noch einmal zurück, konnten aber die Niederlage am Ende nicht verhindern. Nächstes Wochenende testen beide Mannschaften dann noch einmal, bevor Ende Oktober die Liga wieder losgeht.